Weiter geht's mit einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Wir machen jetzt hier weiter mit der nächsten Mission, Nebenmission. Die befindet sich hier drüben. Des einen Hölle heißt die, ist auf Stufe 40 empfohlen. Wir sind erst Stufe 26, glaube ich. Also es könnte mal wieder durchaus Tode bedeuten. Nice. Die Mine hätten wir hier. Und die anderen sind hier, ne? Gut, die anderen sind hier drüben. Machen wir das also schnell. Ja. Mal gucken. Der andere ist hier. Wir wissen ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Mein Rücken bringt mich um. Nice. Solide Arbeit. Das haben wir geschafft. Was haben wir hier? Untersuchen. Ja, komm, machen wir die, oder? Und jetzt müssen wir hier hin. Könnten wir theoretisch, warte mal. Die Handschuhe wechseln wir. Hier ist noch eine Waffenkiste, die ich nicht gesehen habe. Schande über mein Haupt. Gut. Eine Weste. Rüsten wir auch aus und dann fahren wir jetzt mit dem Boot. Fahrer. Let's go! Kommt mit an Bord, Jungs. Und dann geht's jetzt hier hin. Jetzt müssen wir Samuel lokalisieren. Der befindet sich hier drüben. Zack, gehen wir doch dahin. 300 Meter sollten wir jetzt eigentlich auch hinbekommen. Wahrscheinlich da in der Hütte, ne? Kann ich da schon irgendwas mit meiner Sniper sehen? Ne. Ist der noch einmal über dem Fluss oder was? Wir haben Gesellschaft. Vorsicht. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Gib mich in Stellung. Bewege mich zum Ziel. Verstanden. Hab den Commander. Vorsicht, da drüben ist einer. Ich hab genug davon. Wir werden sowieso nicht. Alle tot. Gut geschossen. Das hätten wir. Was ist das? Nein. Wo ist Walker? Mehr kann ich dir nicht sagen. Du weißt alles. Jetzt lass mich gehen. Okay, Amos on point. Nice. Ich habe den Feind entdeckt.
Feuer! Roger, wir feuern! Okay, Boss. Nomad, die Drohne hat keinen Sock mehr. Gerade wenn man mal brauchen kann. Getroffen! Der ist auch raus. Dieser Sektor ist sauber. Komm jetzt zu mir. Reden wir. Kumpel. Die haben sich ins Zeug gelegt, muss ich schon sagen. Ja, die haben wirklich alles versucht. Danke. Wie wär's, wenn ich hier aufräume und Sie zu meinem Schuppen rübergehen? Als Jägerkollege werden Sie sicher von meiner Sammlung beeindruckt sein. Ich habe alle Fallen selbst gebaut. Ich denke, Sie wissen solche Qualität zu schätzen. Vielen Dank auch, Samuel. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Sammlung zu sehen. Es wäre mir eine Ehre. Gut, was hast du für mich, Kumpel? Ich glaube, ich komme hier rein, ne? Nee, komme ich nicht. Hier ist ein Fenster und hier ist, glaube ich, ein Eingang. Yes. Mal gucken, welche Waffen wir jetzt bekommen. Wir bekommen eine neue Hose, auch gleich angelegt. Ja, und dann gehen wir jetzt zu der Hütte. Gehen wir zu der Hütte, gucken, was Samuel für uns hat. Ich glaube aber nicht, dass es eine Falle oder so ist, weißt du? So, Leiter benutzen, let's go. Also die Welt hier von Ghost Recon Wildland ist halt echt riesig, ne? Scheiße, war ja klar. Du musstest einfach ein Verrückter sein, was? Was ist das denn? Was bekommen wir? Ja. Wir bekommen den Missionsende. Anheften. Mit Schulz sprechen. Das sind 7 Kilometer. Warte mal, dann mache ich, glaube ich, eine Schnellreise hin, oder? Wo ist denn jetzt diese Mission? Da. Machen wir da eine Schnellreise hin, oder? Yes. Sprechen wir mit Schulze, gucken, was er für uns hat. Wahrscheinlich wieder neue Aufgaben und so, ne? Aber wir müssen ja theoretisch mit jeder Aufgabe, die wir beendet haben, müssen wir Bericht erstatten, ne? Also, ist halt so. Was sollen wir dann machen? So, und diese Ladebildschirme, ne? Die sind echt, echt extrem nervig. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze vielleicht rauscutte. Aber es sind halt schon fast eine 30 Sekunden, so eine Minute in Anspruch, ne? Ist ja auch ein bisschen langweilig für euch. Ja, Leute. Ich freue mich schon riesig auf Dying Light, um an das Thema zu wechseln. Das wird ein riesen Highlight. Da bin ich so gehypt auf das Spiel. Das glaubt ihr noch nicht. So, let's go. So, Schulze, mein Freund, wo bist du? Ich sehe nach Ärger aus. Nur weil ich ein bisschen grimmig bin, schwarze Haare habe, Muskeln und na, schwarzer Bart, sehe ich doch nicht grimmig aus. Oder je nach jemanden, mit dem man Ärger haben möchte. So, Schulze, was geht ab? My friend. Schulz, haben Sie einen Moment? Nomad. Schätze, den haben Sie sich verdient. Worum geht's? Erinnern Sie sich an die Schlüsselkarte, die ich bei der Suche nach Ihrem Freund gefunden habe? Die mit dem Zeichen für Radioaktivität. Aus der Zeit vor Skell. Von dem Bunker aus dem Kalten Krieg? Ja. Wenn ich so darüber nachdenke, gab es mal Gerüchte über Atomtests auf der Insel. Das ist ein paar Jahrzehnte her und ich habe nie Beweise dafür gesehen. Also habe ich dem keine Beachtung geschenkt. Atomtests? Hier? Davon war nie die Rede. Offiziell fanden auch keine statt. Aber hinter den Kulissen liefen hier mehr komische Sachen ab, als den meisten klar ist. Wenn Ihre Neugier geweckt ist, schlage ich vor, Sie sehen sich bei Howard Port um. Der Hafen ist tief und ziemlich alt. Falls es geheime Lieferungen gab, dann dort. Okay. Ja, die Schlüsselkarte sollen wir finden.
Gut, dann gehen wir mal wieder. Hast du das geahnt, als Skell aufgetaucht ist? Nee, Kumpel. Habe ich nicht geahnt. Ich habe ihn gesucht. Und gefunden. Gut, machen wir die nächste Mission. Nochmal. Ich glaube, wir machen die beiden Missionen, die da dicht nebeneinander sind. Ich glaube, das war im Südwesten, ne? So, let's go. Einmal hier durch. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Ja, habe ich. Ich mag das. Eine Knarre in der Hand haben und Leute zu töten. Das ist genau mein Ding, du. Genau. Und mal ab und zu ein paar Weiber aufreißen. Aber hier gibt es irgendwie so wenige. Und wenn, dann sehen sie so komisch, hässlich und sind alt. So, also. Ich dachte hier, dass wir... Was ist denn das hier? Das ist eine Hauptmission. Ich dachte, dass wir die hier machen. Das ist das mit dem Hafen, ne? Ja, was machen wir jetzt? Hier da oben die Nebenmission oder die? Komm, wir machen die, oder? So, anheften. Boah, das ist aber schon weit. Kritische Masse heißt diese Mission. Kritische Masse. Na gut, dann fliegen wir jetzt zu dieser Mission. Verdächtiges Geräusch. 6 Kilometer. Feuerfreigabe. Feuerfreigabe haben sie, ne? Ja. So. Ist es hier Gas, ja, ne? Ich glaube schon. Haben wir dafür eine Gasmaske oder kriegen wir da Schaden, wenn wir da in der Region sind? Ich weiß es halt nicht. Sieht aber schon ein bisschen danach aus, ne? Oh mein Gott. Ah, ich bin ein bisschen zu tief geflogen. Schade, dass man echt keine Autos rufen kann. Konnte man aber, glaube ich. Ich glaube, es gab so einen Perk, ne? Sanitäter oder so, kann das sein? Ich habe jetzt ja Scharfschütze und Sturmsoldat erstmal am Leveln. Vielleicht sollte ich mal nachher noch mal gucken, ob wir ein Auto holen können. Also so einen Anruf machen, wisst ihr, wie bei GTA oder sowas. Das wäre schon nice. Oh, hier ist sehr, sehr sumpfig. Sumpfiges Gebiet. Gut, let's go. Landen wir, würde ich sagen, hier. Nein. Nein. Oh, Bro, was mache ich denn da? Also ein Landungsexperte bin ich jetzt nicht, ne? Eine Ananas habe ich gefunden. Wir sollen jetzt hier Aufklärungsdaten sammeln. Gut, let's go. Sniper rausholen. Irgendwelche Schweine. Am Rumgrunzen. Gut. Leiche gefunden. Roger, bringe mich in Stellung. Verstanden, Wechselposition. Vorsicht, möglicher Feindkontakt gemeldet. Auf dein Zeichen, Ghost. Alles klar, wir wollen uns auf den Feind. Bin schussbereit. Mhm.
Doch. Ich weiß, dass es ein sauberer Schuss war. Nein. Oder wo ist denn der Sniper? Hallo? Nein. Nein. Ich bin verletzt. Ja, ich kann so schwer zielen, das ist unglaublich. Ach, Bruder, Digga, jede Folge bin ich am Boden. Das ist echt schwer, Digga. Digga, wieso geht denn immer aus dem Scope raus? Los jetzt! Digga, er geht jedes Mal aus dem Scope raus. So, den hab ich. Ich auch. Haben wir jetzt alle? Und 30 Schuss sind hier noch. Oder ich dachte, der ist tot. Beziehungsweise zerstört. Bro. Das war aber ein bisschen schäbig gerade. Ja. Müssen wir wieder nachschlagen. Jo. Alles klar. Gut, wir haben hier hinten. Warte mal, ich laufe hier gerade wieder im Kreis. Wie komme ich jetzt hier raus? Da ist eine Tür. Jo, mein Fred. Hier haben wir noch was. Hier. Nein, untersuchen, danke. Ja, wieder so eine Waffendingsums. Das ist komplett unnötig eigentlich. So, hier hinten hätten wir noch eine Kiste. Nehmen wir die jetzt mit oder? Ach komm, drauf geschissen. Wir fahren jetzt hier gleich mit dem Auto. Wie weit ist denn das? 1,6 Kilometer oder nehmen wir den Heli? Ich würde sagen, wir nehmen den Heli, oder?
Handschuhe. Gut. Fahren wir mit dem Heli jetzt zu der nächsten Mission. Der ist halt schon fast Schrott, ne? Nein, kein Passagier. Du solltest bitte fahren. Nein. Passagier, danke. Und jetzt gerade hoch. Keinen Baum erwischen. Let's go. 16 Kilometer. Warte mal. Wo ist denn das? Hier? Ah, da. Digga, 16 Kilometer sind das. Warte mal. Das ist mir jetzt schon ein bisschen zu lange, ne? Haben wir hier noch eine Mission, die wir theoretisch machen könnten? Oder... Warte mal, wo war denn das jetzt? Hier, ne? Weißt du was, dann machen wir jetzt hier eine Schnellreise hin. Naja, ist auch blöd. Ja, komm, wir fliegen da jetzt hin. Bringt ja nichts. Dann würde ich sagen, ist die Folge für heute vorbei. Wir kürze ich das ein bisschen ab, beende die Folge und steige dann in der nächsten Folge da ein, wenn ich da angekommen bin. Dann würde ich sagen, lass gerne eine Bewertung da und auch ein Abo würde mich natürlich freuen. Ach nee, auf gar keinen Fall abonnieren, das ist strengstens verboten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.